Naja, es können noch mehr solche Schurken in dieser Stadt lauern. Okay, und wir erhalten unser erstes Passwort. Glückwunsch! Ja, falls sich das jemand aufschreiben will, glaube ich zwar nicht, aber... Ach, nur drei rote... Das sind nicht gerade viel. Nur drei rote... Diamanten. Und sieben fehlen mir noch. Na toll. Okay. Dann werde ich mal versuchen, in den nächsten Level ein bisschen mehr Ausschau danach zu halten. Gemeinsam fliehen Aladdin und Jasmin aus dem Palast des Sultans. Und suchen Schutz in Aladdins Haus. Hoch über den Dächern Agrabahs. Sie reden über ihre Liebe und einer gemeinsamen Zukunft. Doch die Wachen des Sultans reißen die beiden aus ihren Träumen. Aladdin wird eingesperrt und Jasmin zu ihrem Vater, dem Sultan, gebracht. Tja, sehr tragisch. Wir sind jetzt eingesperrt, wir sind im Knast. Aladdin wird in das dunkelste Verlies des Palastes gesperrt. Mit einem sehr ekelhaften Mann. Doch sein Herz und sein Gedanken sind nur bei der lieblichen Jasmin. Ein kauziger alter Mann taucht plötzlich auf und verspricht Aladdin die Freiheit, wenn er ihn in die Höhle der Wunder begleitet. Froh, dem Kerker zu entkommen, weiß Aladdin nicht, wer der alte Mann wirklich ist. Hinter der Verkleidung steckt der böse Magier Jafar. Warum spoilert ihr das? Also, das hätten die echt nicht machen müssen. Ich meine, für diejenigen, die die Geschichte gar nicht kennen, das ist schon sehr böse, finde ich, sowas schon vorweg zu spoilern. Aber gut, eigentlich ist es schon offensichtlich fast, dass das nur Jafar sein kann. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich das nochmal hier mache. Denn ich will auf jeden Fall wirklich jetzt mal gucken, dass ich mehr dieser roten Diamanten aufsammle. Ich meine, wenn es dafür sogar hier eine Statistik gibt, warum nicht? Ich kann aber nicht versprechen, dass ich es jetzt überall schaffe, wirklich alle 10 zu finden, weil manchmal frage ich mich wirklich, wie man die kriegen soll. Im ersten Level habe ich mich das ja auch schon jetzt teilweise gefragt. Aber gut, wir begeben uns jetzt auf jeden Fall auf den Weg. In Richtung... Okay, schaffe ich diesen Sprung? In Richtung Höhle der Wunder? Scheiße, ich hab's nicht erwischt. Die Fledermaus kommt nicht zufällig nochmal wieder, oder? Ich wage es zu bezweifeln. Aber ich versuche es mal. Vielleicht habe ich ja Glück, dass die Fledermaus nochmal zurückkommt. Ah ja, wunderbar, es klappt. Gut, dann kriege ich ihn doch noch. Okay. Haben wir das. Und wir haben ein Skarabäus. Das heißt, Bonuslevel ist gerettet, wenn ich jetzt dran komme. Und mir dieses Skarabäus nicht einfach mal verschwindet. Okay, dann nehme ich das Leben auf jeden Fall auch noch mit, aber den Skarabäus, auf den muss ich jetzt leider verzichten. Gut, dann fällt die Bonusrunde diesmal aus. Na, was soll's. Ich denke mal, wir schaffen es auch ohne Bonusrunde. Das hier wird jetzt etwas fies. Okay, aber ist machbar. Aber diese Fledermaus fliegen ein bisschen zu weit oben. Also da komme ich jetzt so auf jeden Fall noch nicht dran. Und ich sehe, da ist auch noch ein roter Diamant. Ich brauche diese eine Fledermaus, die muss wiederkommen. Sonst komme ich da absolut nicht dran. Deswegen versuchen wir es jetzt noch einmal. So. Okay, ich habe ihn. Ja doch, ich komme tatsächlich auf diese Fledermaus drauf. Das hätte ich jetzt am wenigsten vermutet. So, ja toll. Ja, da habe ich jetzt zu spät geschaltet. Okay. Kann man diesen Sprung da überhaupt schaffen? Also jetzt an diesen roten Edelstein, ich will mal Edelstein sagen, Diamanten kriegen. Ich wage es nämlich bald zu bezweifeln, dass das vernünftig machbar ist. Okay, ich glaube, ich riskiere lieber nicht zu viel. Ich gehe dahin, wo Apu mir sagt. Ich soll hier runterspringen. Okay. Yay, wir sind in der Schatzkammer angekommen. Gold, wir sind reich. Wir sind, oh, von Skeletten verfolgt. Okay, laufende Messer. Jetzt wird's hier aber ganz verrückt. Kann ich auf dich draufspringen? Ja, wunderbar, das geht. Also von dem brauche ich keine Angst haben. Und hier haben wir einen Teppich. Yay, aber können wir nicht mitnehmen. Hallo, ah,
Den einfach mal auf, da will ich auch Angst kriegen, wenn der Teppich einfach mal aufsteht. Und er weist uns den Weg. Na gut, folgen wir ihm mal. Ich meine, was kann schon großartig schief gehen, wenn wir einem Teppich vertrauen? Ich denke mal, wir vertrauen ihn einfach mal und gehen hier mal übers Wasser. Mit diesen Baumstämmen. Naja, sieht ja momentan noch nicht so gefährlich aus. Ja, wie auch immer. Dafür muss ich wieder auf den roten Diamantdaumen verzichten. Naja, da muss man wirklich schon bestens, genauestens wissen, wie man da vorgehen soll. Na komm her, Fledermaus. Diesen da oben will ich auf jeden Fall haben. Yes! So habe ich es doch geschafft. Und, was haben wir hier Tolles? Ein Stück Brot. Okay. Oder nee, Moment. Eine Sekunde mal. Jetzt überlege ich gerade was. Kann es vielleicht doch möglich sein, dass, die 50 oder die 100 Diamanten eher dafür da sind, dass ich Herzen kriege, statt dass ich Leben kriege? Oh, das... Okay. Na, schade. Aladdin kann nicht schwimmen. Okay, weiß ich auch schon mal Bescheid. Dass er das hier auch nicht gelernt hat. Ja, warum können so wenig Videospielhelden nicht schwimmen? Haben die das nie gelernt? Ah, was soll's. Und, okay, es reicht nicht. Ich komme absolut nicht an diesen Diamanten ran. Okay, dann lasse ich den da lieber. Bevor ich jetzt wirklich noch mehr Leben verliere. Und wirklich auf die Versuche, auf die Continues angehen muss. Dafür sind die mir dann doch ein wenig zu schade. Zumindest weil ich jetzt nur noch dieses eine Leben habe. Deswegen muss ich jetzt wirklich etwas vorsichtig sein. Und fahre ich jetzt einfach mal ganz gemütlich mit diesem Floß hier durch. Ich meine, ich kann jetzt wirklich gleich mit diesem Floß einfach mal hier runterfahren. Brauche jetzt nicht darüber springen, weil das Brot brauche ich sowieso nicht. Und deswegen geht das so eigentlich auch. Ich sollte aufpassen. So, perfekt. Ich habe es geschafft. Diamanten mitnehmen. Und wow. Okay, diesen Sprung habe ich geschafft. Es war zwar gewagt, aber ich wollte trotzdem wissen, was hier ist im Leben. Okay, das kann ich gut gebrauchen. Gerade wenn man nur noch ein einziges hat. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Jetzt muss ich hier langsam und gemütlich runter. Nur keine übereilten Fehler machen. Na, Aladdin, lass mich nicht hängen. So, sehr schön. Okay, hier muss ich mich auf jeden Fall wieder ducken. Ist ja wohl ein bisschen offensichtlich gerade. Okay, was passiert, wenn ich jetzt eigentlich hier hängen bleibe erstmal? Okay, das Ding bleibt so. Gut, von mir aus kann es jetzt runterkommen, ist mir egal. Jetzt bin ich sowieso da drunter weg. Von daher, okay, das Beben war gerade ein bisschen furchteinflößend. Okay, jetzt kommen hier rollende Felsen. Kann ich mir diesen Diamant da nicht mitnehmen lassen? Schade. Okay, dann muss ich darauf verzichten. Dann muss ich jetzt versuchen, hier möglichst heile durchzukommen. Wow, okay. Ich dachte, da wäre was, deswegen wollte ich jetzt mal gucken. Aber scheinbar ist da doch nichts gewesen. Einfach nur ein Felsen, der da einfach mal runterfallen wollte. Okay, und da ist die Wunderlampe. Wir haben sie gefunden. Yay. Hallo, Wunderlampe. Abu, nein. Oh nein, er will diesen Diamanten mitnehmen. Unglück. Selbst der Teppich konnte ihn nicht mehr davon abhalten. Und nun haben wir ein großes Problem. Naja, bin ja gespannt, wie viele Diamanten es diesmal geworden sind. Ich wollte gerade 6 tippen, aber es sind 7. Okay, habe ich ja immerhin besser abgeschnitten als vorhin. Aber trotzdem, was passiert eigentlich, wenn man alle kriegt? Weiß das einer zufällig? Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft. Egal. Kaum hat Abu das Kleinod berührt, fällt die Höhle in sich zusammen. Wie man gerade in diesem Bild sieht. Abu und Aladdin müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Bevor die Lava sie einholt. Und deswegen müssen wir jetzt mit Teppich durch dieses Level durch, oder auch nicht? Ich dachte, das wäre jetzt schon so. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal durch dieses Lava-Gebiet wagen.
Was auch ein bisschen sehr gefährlich ist, aber gut, die Höhle stürzt ein, also ist klar, dass jetzt hier Lava ausläuft und so. Naja, alles nur, weil Abu so gierig war. In dem Fall war ich ja auch schon fast gierig, ich wollte ihn ja auch schon haben. Aber ich konnte ihn ja nicht mitnehmen. Okay, aber diesen Diamanten da nehme ich noch mit. Ich habe ihn gekriegt, sehr schön. So, jetzt nur noch diesen Sprung hier hinkriegen. Und, wow. Solche passgenauen Sprünge sind schon sehr heftig. Okay, da ist der nächste Diamant. Den hole ich mir auch noch. Hier sind sie wirklich leicht zu kriegen. Bisher. Also schwer finde ich das jetzt nicht besonders. Deswegen runterfallen. Deswegen geht das eigentlich gerade. Die ersten drei roten... Ah, das ist egal. Ein bisschen Schmerzen muss ich jetzt leider einstecken. Tut mir leid, Aladdin. So, wenigstens gibt's dafür ein Stück Brot, dass du ja etwas fitter auf den Beinen wirst. Okay. Wie weit ist dieses Level noch? Oh, Skarabäus, den will ich diesmal haben. Oh, nicht wieder wegfliegen, nicht wieder wegfliegen. Nein, bleib hier! Skarabäus! Ach gut, dann eben nicht. Ich gehe einfach mal in der Lava schwimmen. Obwohl es ein bisschen heiß ist. Nicht nur ein bisschen. Ich glaube, Aladdin hat sich dort ein bisschen stark verbrannt. So, jetzt aber. Na toll. Ich muss auch... Ich komme nicht dran. Okay, vergesst es. Ich muss wieder auf die Bonusrunde verzichten. Eieiei. Naja, dafür habe ich wenigstens den roten Diamanten. Aber diesen zu kriegen... Okay, ich darf also nicht aus dem Bildschirm kommen. Bin ich jetzt game? Nee, noch nicht. Okay. Na gut, dann verzichte ich auf diesen einen roten Edelstein. Oder ich versuche es einfach mal mit Schmerzen. Weil ich glaube, es ist die einzige... Ich komme da... Na toll. Das ist natürlich jetzt sehr geil gewesen. Ich habe eigentlich gedacht, ich ertrinke gleich. Na gut, müssen wir es nochmal versuchen. Achso, ich muss mich dranhängen. Okay. Na, hängen wir uns einfach mal an Genies Arm. Das war jetzt natürlich sehr blamabel gerade. Oh Gott. Also, dieser letzte Tod hätte echt nicht sein müssen. Aber gut, da habe ich jetzt echt gedacht, ich falle sofort in die Lava und kriege nie noch erst Schmerzen. Deswegen, das war jetzt ein bisschen sehr überraschend gerade. Und deswegen war ich darauf nicht vorbereitet. Sonst hätte ich das vielleicht noch irgendwie schaffen können, zu überleben. Aber gut. Jetzt weiß ich wenigstens, was auf mich zukommt. Und jetzt weiß ich auch, wie ich da mit umzugehen habe. So, und rüber da. Okay. So, sehr schön. So einfach geht das. So macht es doch Spaß, hier über diese Plattform zu springen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass mir nicht nochmal so ein dummer Fehler passiert. Das Gute ist, die Herzen verliere ich wenigstens nicht, sobald ich Game Over gehe. Naja, das einzige Problem ist nur, sobald ich die ganzen Continues los bin, ist natürlich wirklich alles weg. Auch meine ganzen Herzen. Und das will ich möglichst vermeiden. So. Okay, eine Schriftrolle. Nee, eine Tüte mit... Moment. Eine Tüte? Okay. Oder soll das jetzt doch eine Schriftrolle sein? Ah nee, das... Ach so. Okay, ist das Tuch, womit ich mich sozusagen fallen lassen kann oder gleiten lassen kann. Und... Ja, toll. Genau in dem Moment. Na, was soll's. Muss ich wirklich drauf verzichten. Ah gut, wenigstens habe ich jetzt dieses Tuch. Ja, ich muss das tatsächlich wohl so machen, dass ich Schmerzen kriege. Einen anderen Weg wüsste ich gerade jetzt echt nicht. Und das hier... Ah, erscheint mir auch ein bisschen... Ui, böse. Okay. Aber machbar ist es, diesen Diamanten da zu kriegen. Ich muss nur wissen, wie. Also, wie ich das jetzt am besten mache. So, Skarabäus, diesmal kriege ich dich. Na also. Die Bonusrunde ist schon mal gesichert. So. Deswegen jetzt nur noch... Heile hier durchkommen. Und dann... So aber nicht, Aladdin. Und dann haben wir es im Prinzip schon fast geschafft. Ich glaube, ich sollte nicht immer momentan dauerhaft Y gedrückt halten. Okay. Ich sehe schon, den roten Diamanten habe ich auf jeden Fall.
Weil sonst wäre er auf jeden Fall noch rot gerade. Aber mittlerweile ist er grün gefärbt. Dadurch, dass die roten Diamanten halt nur einmal existieren. Na also, den haben wir auch gekriegt. Also bisher ist es wirklich am einfachsten hier, die roten Diamanten zu kriegen. Weiß es aber ehrlich gesagt nicht, wie viele ich schon aufgesammelt habe. Also mitgezählt habe ich auf jeden Fall nicht. Na, okay. Ey, ich dachte eigentlich, der springt jetzt da noch drauf.